Aussteigen. Wieso ist da keiner drin? Erwarte Befehle. Was geht's? Wird gemacht. Scheiße, ich habe den Notarztwagen angeordert, wo keine Einsatzkraft drin ist. Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Emergency 5. Wir befinden uns im Moment im Einsatzgebiet Hamburg und da sind wir im Moment wieder dabei, Credits zu sammeln, um uns neue Einsatzfahrzeuge kaufen zu können. Und zwar müssen wir uns noch folgende Einsatzfahrzeuge kaufen, um dann mit dem nächsten Großeinsatz weitermachen zu können. Und zwar einmal einen Polizeihelikopter und einen SEK-Helikopter. So, und unser aktueller Einsatz ist ein Schiffsbrand. Das ist auch der einzige Einsatz, den wir im Moment haben. Und dann sind wir auch hier im Moment am Einsatzort. So, und da haben wir jetzt noch folgende Fahrzeuge unterwegs. Und zwar gucken wir mal, wo das Feuerlöschboot ist. Das haben wir hier. Feuerlöschboot heißt doch, ja genau, Feuerlöschboot. So, das kann dann schon mal hier schön auf das Schiff draufhalten. Ah, das nimmt jetzt hier auch Schaden. Ihr seht hier, der grüne Balken ist wahrscheinlich für die Gesundheitsanzeige vom Schiff sozusagen. Oder wie, ja, ich sage jetzt mal Gesundheitsanzeige vom Schiff. Und wenn das hier wahrscheinlich voll rot ist hier, der Balken, dann ist ja das Feuer maximale Stufe, sage ich mal. Und dann, oh, weiter geht's, nächste Aufgabe. Okay, dann müssen wir sofort was dagegen tun. So, wo haben wir sie? Oh Mann, schlägt er hier einfach andere zusammen. Das geht nicht. Hallo, lass das mal. Okay, brauchen wir wahrscheinlich eh noch ein RTW und so. Gucken wir mal. So, was wir noch losgeschickt haben für den Schiffsbrand ist, wo haben wir es? Ein Motorboot. Genau, um die Personen, die im Wasser sind, zu bergen. Ist doch wunderbar, das Feuerlöschboot macht da wunderbar seine Arbeit. Falsches Fahrzeug ausgewählt. Genau, um die Leute da zu bergen. Haben wir hier zwei, die haben wir auch, werden wir auch dann gleich versorgen. Dazu haben wir hier schon einen, wo? Genau, hier haben wir hier schon zwei Notärzte und zwei RTWs bereitgestellt. Ist in Arbeit. Alles klar. So, Kollegen. Na, rüstet euch erstmal aus. Ups. Rüstet euch erstmal aus. Eieiei, der betrunkene Randalierer hier, Mensch. Rennt einfach frei durch die Straße. Mann, oh Mann. So, wo haben wir die verletzte Person? Da müssen wir auf jeden Fall auch gleich da was tun. Streifenwagen. Aber wir kümmern uns... lasst uns erstmal lieber den festnehmen, bevor noch mehr Personen verletzt werden. Wo haben... Ah, jetzt fahren die auch noch an dem vorbei. Hier ist er nicht. Falsche Richtung, falsche Richtung. Fahren die da so einmal voll an dem vorbei. Wir wissen halt nicht, wo der lang rennt. Links oder rechts. So, stehen geblieben. Frage ist, naja, ich fand, da brauchen wir eigentlich nicht unbedingt Pfefferspray, den können die einfach so überwältigen. Okay. Weil der hat ja auch keine Schusswaffe. Zu Befehl. Komm, renn! Beeil dich! Ja, nicht, dass er so weit rennen muss, dann soll der andere mit dem Polizeiauto hinterherfahren. Am Ende rennt er dem ewig jahrelang hinterher, soll schon mal die Straße vorfahren. So, Schussbrand, wie sieht's aus? Feuer ist so gut wie gelöscht. Personen sind geborgen, wir können wieder hier zurückfahren zur Anlegestelle. So, ich kann die Personen rauslassen. Ah, der rennt ihm noch hinterher, Streifenwagen ist voraus, so Straßensperre sozusagen. Nix mit Kelle, sondern hier festnehmen. Tankstellen, falsche Richtung! Jetzt rennen dem schon zwei hinterher. Scheiße! Wechsel, jetzt dachte ich, oh scheiße, er randaliert wieder. Hör doch mal auf jetzt! Ja, genau. Achtung, eine Einsatzkraft wird angegriffen. Komm, überwältige ihn. Perfekt. Könnt der andere wieder einsteigen? So. Wir haben hier noch eine verletzte Person. Wir müssen uns dringend drum kümmern. Nur das Einsatzfahrzeug ist frei und auch ein RTW. Passt. Sofort. So, jetzt, Brände sind gelöscht. Jetzt müssen nur noch die Personen, haben wir jetzt auch gleich vom Ertrinken gerettet, müssen jetzt nur noch versorgt werden. So, Notärzte. Erwarte Befehle. Ralf. Und dein Kollege und Kollege. Vom Ralf, ich sollte beide mal runterkommen. Wird gemacht. Einer kümmert sich um den, der andere bitte um die verletzte Person. Beziehungsweise, ja, genau, verletzte Person. So. RTW sollte unterwegs sein. Bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen. Verstanden. So ist das schön. Ich finde es richtig gut, dass man hier über diese Symbole da direkt zu dem Einsatzort springen kann. Ist richtig nützlich. Alles klar. Verstanden. So, wir haben mittlerweile auch schon echt richtig viele coole Fahrzeuge hier in unserem Fuhrpark. So,
So, das ist auch, oh, hier rückwärts, vorwärts. Zu Befehl. Okay, dann kümmere dich mal um ihn. Das Feuerwehrlöschboot können wir auch einmal zur Heimatbasis schicken. Bin bereit. Jawohl. Tschüss, mach's gut. Hupt, nee. Jetzt kann ich, wie nennt man das dann beim Schiff? Das hupt ja nicht, oder hupt es auch? Naja, okay, die müssen noch abtransportiert werden. Aber wir brauchen echt noch ordentlich Credits. Müssen noch ordentlich Credits sammeln. So, wunderbar, machen die das automatisch. Also sehr cool, dass es diese Funktion gibt, dass die hier diese so programmiert sind, dass die auch automatisch das dann erkennen, wo die was machen müssen und das dann machen. So, betrunkene Randalierer. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation der Basis. In Ordnung. Höre. So. Okay, die kümmern sich darum. Können wir ruhig die Zeit noch schneller einstellen. So, hier können Einsatzfahrzeuge nach Hause, und zwar das. Kein Problem. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer passt, zur Krankenstation passt, passt. Nächster Einsatz. Person ist schwer erkrankt. Medizinischer Notfall. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie. Okay, erstmal nur einen Notarzt brauchen wir. Transportieren Sie sie ab. Da ist ein freier Notarzt. Erwarte Befehle. Ja, der ist am nächsten. Der soll da hinfahren. Oh oh. Verstanden. Hat sogar noch die Person, die an der bereits erkrankten Person ist vorbeigelaufen, ist auch schon auch schon erkrankt. So, ihr könnt heim. Wird gemacht. Perfekt. Was brauchen wir denn noch? 7500, 11.000, wir brauchen nochmal ordentlich was. Aber wenn der jetzt auch da vorbeiläuft, der wird auch erkranken. Jawohl. Höchstwahrscheinlich. Was geht's? So, kümmere dich mal um einen. Hoffentlich muss... Oh oh. Bitte nicht... Bitte erkranke nicht. Ah, Glück gehabt, der geht in die andere Richtung. So, dann kaufen wir uns mal den Polizeihelikopter. Und da haben wir wieder was Größeres zu tun. Retten Sie die Fahrer aus dem Unfallfahrzeug. Okay. Versorgen Sie alle Opfer. Anne, erstmal zum medizinischen Notfall. Anne, er kümmert sich schon drum, perfekt. Darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Wird gemacht. Achtung, in Ordnung. Ein Unfallfahrzeug brennt. Wir können den Fahrer erst dann... Zwei oder... Nochmal erstmal nur einen Notarzt. Sofort. Aber zwei RTWs brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht reicht nämlich sogar auch ein Notarzt. Das sollte sogar reichen, weil es... Bis die eine Person befreit ist, hat er einen dann schon, hat er schon wieder den anderen dann behandelt und so weiter, dann passt es. So, medizinischer Notfall, 2000 Credits. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Okay. Nehmen wir gleich den Notarzt von hier. Was geht's? Oder wollen wir den. Ah, den Notarzt schicken wir lieber zur Heimatbasis und nehmen für den medizinischen Notfall hier. Ein anderer Notarzt. Gut, dass wir an den einen zum Verkehrsunfall nur einen geschickt haben. So. Volles Anrücken aller benötigten Fahrzeuge. So. Bitte ausstatten mit Rettungsschere und befreien. Also die Koordination, wie wir das hier alles machen, echt, ist so richtig gut, finde ich, Leute. Also wir machen das echt richtig gut. Wie wir die Einheiten hier koordinieren, was sie machen sollen und alles. So, er befreit den. Genau, ein Notarzt sollte eigentlich reichen, weil bis der jetzt sich dann, während er sich um die Person hier kümmert, die dann hier rauskommt, die hier befreit wird aus dem Auto, befreit der Feuerwehrmann derzeit den anderen und dann ist die hier aber schon wieder so weit, dass es passt, dass der, dass die, ist in Arbeit. Ja, kein Problem. Genau, dann kommt, bis dahin hat dann der Feuerwehrmann die andere Person befreit. So, er kann auch schon mal irgendwie hier so hin. Das kann wieder nach Hause. Danke für deinen Einsatz, für deine Hilfe. Ja, wir sind schon ausgestiegen. So, wunderbar, ist die andere Person. Der kann hier wieder einsteigen. In Ordnung. Die auch. Und dann fährt das Fahrzeug einmal nach Hause. Kein Problem. So, die können den mitnehmen. Notarzt übernimmt hier.
Da wird noch versorgt. Perfekt. So soll das laufen. Einmal da rein mit ihm. Ah, wir brauchen noch zwei Abschleppwagen. Einmal Duel. Zwei Abschleppwagen, bitte. So, ist auch in relativer Nähe. Okay. So soll das laufen. So, der ist hier alles. Hat alles erledigt. Dankeschön. Da kommen die Abschleppwagen. Gucken, ob der schon zugeordnet ist oder welchen wir zugeordnet haben. Ja, dann nimmt der den Smart. Wie sieht's hier aus? Die sind unterwegs. Gut, so soll das sein. Perfekt. Bueno, perfecto. So, gut, wird halt kurz ein bisschen aufgehalten. So. Und nächster Unfall. Gebäudebrand. Nächster Unfall, nächster Einsatz. Oh, bei dem Gebäude hatten wir doch schon mal was, oder? Wenn nötig, versorgen Sie alle. Oder war das auf einer anderen Karte? Dass nur hier das ähnliche Gebäude steht. So, Drehleiter. Wir brauchen einen Notarzt. Einen Rettungswagen für die Person da. Wir brauchen zwei Tanklöschfahrzeuge und das sollte dann ausreichen. Passt. Verkehrsunfall haben wir alles erledigt. Es muss halt nur noch jetzt alles zur Basis transportiert werden, genau. Was haben wir da noch am Hafen stehen? Campanero 2! So, hier haben wir aber noch irgendwo eine Einsatzkraft stehen. Ein Arbeiter wurde beim Verladen von Containern im Hafen verletzt. Versorgen Sie die verletzte Person und transportieren Sie sie ab. Okay, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Da. Okay, wir haben hier noch einen... Warte mal, nee, was haben wir denn da? Wo ist denn das? Das Fahrzeug hier. Ach, der steht noch draußen. Okay, einsteigen. Und dann soll der... Bin dabei. Nee, dann doch nicht. Halt. Einsteigen, medizinischer Notfall. Da ordern wir einen Notarzt an und einen Rettungswagen. So, Gebäudebrand, wie sieht's hier aus? Wie geht's, wie steht's hier mit dem Haus? Okay, es sind bis jetzt nur die eingetroffen. Die Feuerwehr braucht ein bisschen länger. Die Feuerwehr ist nicht allzu schnell wie jetzt Rettungseinheiten und so gut. Das hier ist, der Notarztwagen ist ja auch nur so ein Auto und ein Rettungs... Und die Feuerwehr sind ja alles große LKWs, die sind nicht so schnell. So, hier haben wir das Feuer, das hat schon leicht übergegriffen. Da kommt das Tanklöschfahrzeug Nummer 1, das geht hier hinten dran. Drehleiterkorbfahrzeug ist zugewiesen. Tanklöschfahrzeug Nummer 2 von hier. Und die nehmen ja den hier. Medizinischer Notfall. Okay, Einsatzkräfte raus. Was geht's? Was geht's? Wird gemacht. Aussteigen. Wieso ist da keiner drin? Erwarte Befehle. Was geht's? Wird gemacht. Scheiße, ich habe den Notarztwagen angeordert, wo keine Einsatzkraft drin ist. Habe ich außerdem da draufgeklickt und die Einsatzkraft weggemacht oder wie? Das sollte natürlich nicht passieren. So, perfekt. Die haben den hier befreit. So. Dann kann der jetzt hier ran. Das kann hier löschen. Da hinten brennt's. Ist in Arbeit. So, okay. Medizinischer Notfall, ist da langsam jetzt jemand eingetroffen? Da ist aber bitte jetzt jemand drin, ne? Wo haben wir es? Das ist der Rand vom Einsatzgebiet. Was geht? Verstanden. So, jetzt aber. In Ordnung. Gebäudebrand. Person wird versorgt. Ihr Hör. Könnt heim. Brände sind gelöscht. Höre. Jawohl. Nicht aussteigen, falsche Taste. Bin bereit. In Ordnung. Was geht's? In Ordnung. Was geht's? Wird gemacht. Was geht's? Jawohl. Ja? Okay, ihr könnt den aufnehmen. Ja?